Habt ihr dieses interessante Gemüse schon einmal gesehen? Von Okinawa bis nach Islamabad schwört ganz Asien auf diese Pflanze. Wir erklären euch warum. Hey Leute, willkommen bei Lucky Recipes. Heute gibt's eine Special-Folge. Wir stellen euch nämlich eine ganz besondere Gemüsesorte vor, die Bittermelone, auch bekannt als Momodika Charantia. Mit ihr wird in Asien, in Südamerika und in Afrika gekocht. Aber hier in Europa ist sie noch relativ unbekannt. Das wollen wir ändern und zeigen euch, warum ihr dieses tolle Gemüse kennenlernen solltet, plus drei simple Rezepte, die ihr zu Hause zubereiten könnt. Was wir essen, sind die unreifen Früchte der Pflanze. Am weitesten verbreitet sind die chinesische und die indische Züchtung. Die chinesische Bittermelone hat eine etwas glattere Haut. Die indische Variante hat eine sehr stachelige, lamellenartige Haut. Deshalb nennt meine Mama sie auch gerne die Krokodilgurke. Die Bittermelone bekommt ihr eigentlich in den meisten asiatischen Lebensmittelgeschäften entweder frisch oder tiefgefroren. Interessanterweise haben wir sie letztens auch bei unserem türkischen Lebensmittelgeschäft gefunden unter dem Namen Kudret Nari. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen. Interessant ist auch, dass sie in der Türkei wohl auch ein bisschen reifer gegessen wird. Hier seht ihr mal ein Beispiel, da ist sie schon richtig gelb. Wenn ihr sie nicht direkt seht, dann fragt einfach mal den Händler, ob er sie irgendwo vorrätig hat oder bestellen kann. Die gängigsten Namen haben wir in der jeweiligen Landessprache in der Videobeschreibung für euch. Noch ein Tipp: Je nachdem, was ihr zubereiten wollt, solltet ihr die richtige Größe Bittermelone wählen. Wir finden hier, diese kleinen bis mittelgroßen Exemplare sind hervorragend geeignet zum Füllen. Zum einen, weil sie meistens gerade sind und zum anderen, weil die gefüllten Bittermelonen eigentlich als Teil eines größeren Menüs gegessen werden. Deswegen ist die Größe genau richtig. Wenn ihr das Ganze eher in einem Curry verarbeiten wollt oder tiefrieren wollt, holt euch am besten direkt eine große Variante. Die sind auch öfters mal krumm, die sind trotzdem gut geeignet für einen Curry, nur nicht zum Füllen. Die Bittermelone ist wahnsinnig vielfältig und wird ganz unterschiedlich eingesetzt. In Gesamtasien isst man sie frittiert, gefüllt oder als Teil eines Currys. Die simpelste Zubereitung, die wir kennen, ist Uccha Alumaka. Das ist so unspektakulär, dass man dafür fast kein Rezept braucht, aber tatsächlich esse ich das sehr gern als Teil eines bengalischen Tallis und vor allem, wenn wir mal was Leichtes, Gesundes essen wollen. Ihr müsst die Bittermelone nicht schälen, einfach nur gut waschen, am besten mit ein wenig Natron. Wir haben uns so eine große Menge geholt, dass ich einen Teil der Bittermelonen in Ringe schneide und tieffriere. Bin ich der Einzige, der in den Ringen Gesichter sieht? Die anderen, mit denen ich koche, habe ich halbiert, entkernt und in Halbringe geschnitten. Dämpft sie gemeinsam mit Kartoffeln, bis sie weich sind und manscht sie anschließend mit ein wenig Salz und Senföl. Klingt nach Schonkost, schmeckt aber erstaunlich gut und wird in Westbengalen und Bangladesch gerne als erstes Gericht eines Tallis serviert. Das soll laut ayurvedischer Tradition die Magensäfte in Wallung bringen und die Esslust anregen. Uccha Alumaka ist tatsächlich das erste Bittermelonenrezept, was ich jemals gegessen habe. Und das ist ganz ungewöhnlich, weil das ist wirklich ganz, ganz schlichte Hausmannskost. Frech wie ich bin, habe ich mich einfach mal mittags bei Ndani spontan zum Mittagessen eingeladen. Und da gab es das. Die ganze Familie war total erstaunt, dass mir das so gut geschmeckt hat, weil es so bitter ist. Ich muss aber sagen, in der Kombination mit den Kartoffeln kommt dieser bittere Geschmack gar nicht so stark raus. Tatsächlich hat Indanis Opa mindestens einmal pro Woche Uche oder Karela gegessen und er ist immerhin 99 Jahre alt geworden und da ist er nicht alleine, denn auch auf Okinawa, das ist eine der blauen Zonen der Welt, wo die Leute besonders alt werden, kommt regelmäßig Goya, so nennt man dort die Bittermelone, auf den Tisch. Und ein besonders beliebtes Gericht ist ein ganz einfaches Stir-Fry, Goya Champura. Puru. Champuru. Entkernt dafür eure Bittermelone und schneidet sie in dünne Halbringe. Obwohl die Bittermelone aus Afrika stammt, wurde sie erst in Asien kultiviert und großflächig angebaut. Salzt sie, um sie ein wenig zu entwässern. Tupft sie anschließend trocken. Dann braten wir zuerst Tofu an. In der japanischen Variante nennt man auch oft Schweinebauch dazu. Wir ersetzen ihn durch Räuchertofu. Sobald der Tofu goldgelb ist, legt ihn beiseite. Jetzt kommt die Bittergurke in die Pfanne und wird mit ein wenig Pfeffer gebraten. Gebt nun den Tofu dazu und schmeckt das Gericht mit Sojasauce, Dashi oder Gemüsebrühe und einem geschlagenen Ei ab. Kurz durchrühren und schon seid ihr fertig. Genau wie Uccha Alumaka ist Goya Champuru ein ganz einfaches Gericht, das man gerne zu Hause isst. Aber wie so oft ist die Hausmannskost voller verborgener Schätze. Bittergurken sind auch als Getränk beliebt und werden zum Beispiel als Tee getrunken. Er wird sowohl aus den Blättern als auch aus den getrockneten Früchten gewonnen. Es gibt in indischen Geschäften auch Bittergurkensaft.
den trinken wir ab und an zum Ausgleich, wenn wir ein wenig zu ungesund oder viel auswärts gegessen haben. Denn wie gesagt, Bitterstoffe sollen die Verdauung fördern. Auf Okinawa wird damit sogar Bier gebraut. Ich hätte euch das gerne gezeigt, aber leider konnte ich es mir nicht besorgen. Wenn jemand weiß, wo man das Bittergurkenbier bestellen kann, schreibt es uns gerne in den Kommentaren oder in unsere DMs. Wenn euch diese Spezialthemen gefallen, ist es wichtig, dass ihr den Kanal unterstützt. Ja, denn gerade diese aufwendigeren Videos dauern natürlich länger in der Recherche und in der Produktion, werden aber gleichzeitig über Suchanfragen nicht wirklich gefunden. Aber ihr könnt uns ganz einfach supporten, indem ihr dieses Video bis zu Ende schaut, es mit euren Freunden teilt und, wenn ihr die Möglichkeit habt, uns einen Super Thanks gebt. Der Bittermelone werden sowohl im Ayurveda, in der traditionellen chinesischen Medizin, als auch in verschiedenen afrikanischen Heilsystemen Heilwirkungen nachgesagt. Unter anderem soll sie bei Magenproblemen helfen und soll den Blutzuckerspiegel reduzieren. Deshalb ist sie gerade in Südasien sehr geschätzt, weil man dort eine höhere genetische Disposition zur Diabetes hat. Es gibt zwar Labortests, die zu ähnlichen Ergebnissen kommen, allerdings gibt es bis jetzt noch keine wirklichen klinischen Studien, die wirklich stichfest die Wirkweise von Bittermelone belegen. Was wir mit euch teilen, sind Erfahrungswerte aus verschiedenen Kulturen, aber geht deswegen bitte nicht los und esst jeden Tag Bittermelone. There is too much of a good thing. Und wenn ihr die Bittermelone wegen bestehender gesundheitlicher Probleme essen wollt, dann besprecht das auf jeden Fall erstmal mit eurem Arzt und recherchiert selbst. Wir haben euch unten Links hinterlegt. Auch für Leute, die sich erstmal langsam an bitteres Gemüse rantasten wollen, haben wir ein passendes Rezept. Und seien wir mal ehrlich, Bitterstoffe werden hierzulande nicht mehr häufig gegessen. Vielen Gemüsesorten wurden die Bitterstoffe weggezüchtet. Löwenzahn und Artischocke im Supermarkt sind eine Seltenheit. Das Bitterste, was die meisten zu sich nehmen, ist dunkle Schokolade und hier so ein Kaffee. Und den dann am besten auch noch möglichst süß. Macht aber auch ein Stück weit Sinn, denn Zucker reduziert unsere Wahrnehmung von Bitterstoffen. Da passt unsere gefüllte Karela, die herzhaft lieblich ist, besonders gut. Keine Angst, das ist kein Nachtisch. Wir haben da drin aber ein bisschen Kokosflocken und ein klein wenig Zucker, dass das Ganze herzhaft lieblich schmeckt. Ein super Einstiegsrezept. Wir beginnen wieder mit dem Halbieren und Entkernen der Bittermelone. Dämpft die Bittermelone für etwa 10 Minuten. Sie muss nicht komplett durch sein, es reicht, wenn sie bissfest ist. In der Zwischenzeit stellen wir uns die Kokosfüllung her. Am besten schmeckt es mit frischem Kokosnussfleisch, aber ihr könnt auch Kokoschips häckseln oder direkt Kokosflocken nehmen. Der andere Hauptbestandteil ist Senf. Meine Schwiegermutter holt sich dafür extra Senfpulver aus der Apotheke. Wir machen es uns ein bisschen einfacher und nehmen als Alternative Senf alter Art. Er hat nur wenige Zutaten und einen sehr geringen Essiganteil. Vermischt beides zusammen mit ein wenig Kichererbsenmehl, Kurkuma, Zucker und grüner Chili, bis ihr eine homogene Füllung habt. Drückt die Füllung fest in die Bittergurke, damit nichts rausfällt. Wir braten nämlich zuerst die Seite mit der Füllung scharf für ca. 2 Minuten in der Pfanne an, bis sie goldbraun ist. Dann wenden wir die Bittergurke und braten die andere Seite an. Ihr seht, wie vielfältig, lecker und auch gesund Bittermelonen sind. Sofern ihr sie bei euch in der Gegend bekommt, probiert sie unbedingt mal aus. Mit diesen Gerichten könnt ihr sie toll zubereiten, ohne dass der bittere Geschmack euch direkt vom Hocker haut. Wir sind gespannt, wie es euch schmeckt. Viel Spaß und bis zum nächsten Video. Tschüss!